Okay, was wollen Sie? Okay. Bergmanns Bühne ist wieder on Tour, yeah, und zwar nach Augsburg zur Derniere von Chicago. Mit dabei ist die liebe Marion. Und ich glaube, die Marion weiß gar nichts über Chicago, oder? Noch nie gesehen. Ich habe mehrfach über all die Jahre jetzt die Replika-Produktion, also die 1:1-Produktion des Broadway-Revivals gesehen, die überall gezeigt wurde, also auch in Deutschland und in London. Und das ist eine komplette Neuproduktion in Augsburg und das macht es so spannend. Mal sehen, wen wir dort alles treffen werden. Mal sehen, ob das Wetter hält, denn wie andere Freilichtproduktionen hatte auch Augsburg mit einigen Absagen durch Unwetter zu kämpfen. Aber das wird heute nicht passieren. Heute wird strahlender Sonnenschein uns begleiten, so wie auch im Moment auf der Autofahrt. Und wir freuen uns auf Augsburg. Wir sehen uns dort. Ich begrüße jetzt ganz kurz vor der Vorstellung Velma Kelly persönlich, Sidonie Smith. Hi! Hi, liebe Sidonie. Wie war deine Zeit als Velma Kelly? Du hast ja in einem vorigen Video von mir erzählt, das ist eine deiner Traumrollen. Ist dein Traum in Erfüllung gegangen? Ja, ist es. Es war so ein Abenteuer, jetzt in der Zeit so eine Produktion aufführen zu wollen. Und wir haben es geschafft. Ich meine, gleich haben wir es geschafft. Ja. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es war herausfordernd. Das Buch ist herausfordernd und unter Corona-Bedingungen sowieso. Aber ich bin super stolz auf, was wir zu präsentieren haben heute. Toll, ich freue mich sehr drauf. Wir freuen uns sehr drauf. Das ist ja heute die letzte, ist Derniere. Jetzt hat euch das Wetter auch oft übel mitgespielt hier in Augsburg. Wie viele Shows habt ihr denn jetzt tatsächlich gespielt? Ich kann sagen, wir haben 4,5 oder 5,5 absagen müssen. Mhm. Und viele wurden kurzfristig abgesagt und ein paar haben wir verkürzen müssen, sehr spontan, was auch aufregend ist, aber mindestens haben wir spielen können. Mhm. Da ist man noch dankbarer für jede Vorstellung. Die Zuschauer ja auch. Also ich kenne das ja selbst, ne? Wenn du dich da durch den Regen plagst, ja, da ist das Publikum noch mal dankbarer. Ja, die feiern mit. Ja. Aber noch sieht es ganz gut aus und es soll auch gut bleiben. Ja. Wir sagen mal toi toi toi. Viel Freude bei deiner letzten Velma Kelly. Sicher nicht die letzte deiner Karriere, aber die letzte in Augsburg. Viel Spaß. Wir freuen uns. Tschüss. Okay, was wollen Sie? Okay, die wir sind im Gefängnis. Ihr wart ja gerade im Gefängnis. Die großartige Katja Berg und der wunderbare Alexander Pflanzen. Nach der fulminanten Derniere von Chicago, wie war es für euch? Wie geht's euch jetzt? Yeah! Yeah!
Yeah. Ja, wirklich super. Ja, wirklich super, ne? Es war ein tolles Premierenpublikum. Ja! Genau, es war ein tolles Premierenpublikum und ja, wir haben Spaß gehabt und das Wetter hat mitgespielt, es hat nicht geregnet. Ja, zum Glück. Das war eine Woche mit 5 Vorstellungen. Das, also ich habe schon beim, wann war das, die dritte Vorstellung? Am Donnerstag, das haben wir noch nie gehabt. Wir hatten 3x2 Vorstellungen, sonst war immer unser Ball irgendwie ab. Und diesmal 5. Ja, super. Wie feiert ihr denn noch heute Abend? Na, Champagner, hallo. Ja. Aber ja. Corona-konform. Ja. Immer. Natürlich. Corona-konform, immer. Wir sind geimpft. Alle G's. Plus G und gefährlich. Wir haben alle G-Punkte erreicht. Ja. Nein, da wollen wir jetzt. Okay. Sie ins Detail gehen. Und, ich hab schon gesoffen. Ja, so. Gut, Frau Berg, das dürfen Sie auch. Wie geht es denn jetzt mit euch weiter? Dürft ihr da schon was dazu sagen? Also ich meine jetzt nach Chicago. Ich werde auf der nächsten Spielzeit im Staatstheater am Gärtnerplatz arbeiten. Die nächsten 2 Jahre sehr viel, so sage ich das jetzt mal. Und als nächstes kommt da Wiener Blut. Dann gibt es da eine Wiederaufnahme von 3 Männer im Schnee. Chitty-chitty-bang-bang. Candide kommt wieder zurück. Und vor allen Dingen die deutsche Erstsprache, wie nennt man das? Erstaufführung von Tutsi. Großartig, dass das überhaupt klappt. Darfst du sagen, was du da spielst? Oder Nein, das ist noch nicht ganz klar, wie alles verteilt ist, aber ich mache natürlich meine Gedanken. Ich will das sehen und freue mich total drauf. Ja, Katja, kannst du schon was sagen? Oder? Ich mache eine Off-Theater-Produktion in Wien, eine kleine Geschichte, aber das wird noch bekannt gegeben. Und dann mache ich die Schatzinsel, ich die Fanny Osborne spielen, Spotlight, genau, in Hameln und dann im Februar in Füssen, Neuschwanstein. Und dann gibt es dann noch so ein paar Sachen, die sind noch nicht unterschrieben, deswegen darf man noch nicht drüber sprechen. Genau. Machen wir nicht. Ich lasse euch jetzt feiern. Aber es wird ein schönes Jahr nächstes Jahr. Ja, das hoffen wir alle. Vielen Dank für die tolle Show. Tschüss, danke, ciao. Und so viel sei gesagt, nach dieser glorreichen letzten Show war die anschließende Dernierenfeier nicht minder großartig. Wie war sie denn jetzt aber eigentlich, die Show an sich? Das Musical Chicago gibt es seit 1975, da hat die Uraufführung der Originalversion am Broadway stattgefunden, die aber gar nicht so erfolgreich war. Dann kam aber mit großem Karacho die Revival-Produktion 1996 an den Broadway, die eben seitdem weltweit überall geklont wird, eine sogenannte Replika-Version, und die ist seither so ein bisschen das Maß aller Dinge. Das Ganze spielt in einem schwarzen Guckkasten, alles sehr reduziert, alles sehr kunstvoll, aber Regisseur Gaines Hall in Augsburg hat sich gesagt, nee, ich möchte zurück zum Ursprung, ich möchte in die 20er Jahre, ich möchte alles so ein bisschen auf dem Charleston-Stil aufbauen, weg vom berühmt-berüchtigten Originalchoreografen Bob Fosse, und ich mache eine zeitlich im Original verankerte Version, aber eben hochaktuell, und das ist sie wirklich. Das heißt, Choreograf und Regisseur Gaines Hall schafft es, ganz neue Ebenen aus dem Stück herauszuarbeiten, die eben in ihrer Medienkritik, in ihrer Gesellschaftskritik ganz frisch, ganz hochaktuell sind. Und für mich überraschenderweise allen voran Hauptvertreter dieser Seele des Stücks, dieser brodelnden Energie, ist Billy Flynn-Darsteller Alexander Franzen. Was für eine Darbietung. Ich habe ja zuletzt Billy Flynn leider sehr schlecht dargestellt in London gesehen und in Augsburg dachte ich, Mensch, das ist Billy Flynn, so kann Billy Flynn sein. Also der Anwalt, der von Alexander Franzen dargestellt wird, ist weit ab vom Richard Gere-Schönling-Klischee, sondern der ist wahrhaftig, der ist auch mal böse, der ist auch mal bedrohlich, hat ganz viel Tiefe, das ist wirklich Schauspiel at its best, und wenn er in seinem ersten Auftritt da als Dompteur der Masse auftritt, dann ist es genau das, und später dann in der letzten Verhandlungsszene im Gerichtssaal ist er nichts Geringeres als der Zirkusdirektor und das Ensemble spielt damit, da ist die Bühne voll, das ist echt magisch, großartiges Theater. Das hat so viel Substanz und da merkt man mal wieder, dass Schauspiel die Grundlage eines jeden Theaters ist, eben auch des Musicals. Und noch toller wird's dann, wenn er sich mit Hauptdarstellerin Katja Berg als Roxy Hart die Bälle zuwerfen darf. Auch zuletzt als Höhepunkt in dieser großartigen Gerichtsszene, da wird sich nichts geschenkt. Die beiden schaukeln sich da par excellence hoch, ein Hochgenuss. Die wunderbare Katja Berg spielt Roxy Hart mit viel Herz, viel Rotz, so ein bisschen Berliner Göre ist drin und natürlich ausladender großer Stimme. Noch toller wird's dann, wenn sie auf ihre Partnerin, auf die andere Leading Lady, Sidonie Smith, trifft. Auch diese beiden ergänzen sich ganz wunderbar und schenken sich nichts, und Sidonie Smith, der merkt man förmlich an, wie sie in ihrer Traumrolle Velma Kelly aufgeht. Auch sie packt ihre große, voluminöse Stimme aus und das macht so viel Spaß, dazu zu schauen. Nicht nur die Kostüme der beiden sind immer
immer stilvoll und immer wunderbar auf den Körper geschnitten. Nein, auch die großartige Marianne Larsen, eine ehemalige Norma Desmond in Sunset Boulevard, bekommt als Mama Mord mit einem ausladenden Kostüm ihren Norma Desmond-Auftritt und verwandelt sich dann erst in die Gefängniswärterin. Und auch da lässt sie keine Pointe aus. Sie singt es fantastisch, sie spielt es auf den Punkt. Das hat so viel Freude gemacht. In der Original-Revival-Produktion ist es ja so, dass immer ein Ensemblemitglied hervortritt und dann dem Publikum Szenen erklärt. Die werden so ein bisschen anmoderiert und das sind immer andere Personen aus dem Ensemble. In Augsburg hat man das auf einen Conferencier reduziert. Reduziert finde ich, meine ich gar nicht abwertend, sondern man hat es konzentriert auf einen Conferencier, der gespielt wird von Cedric Lee Bradley. Und das hat natürlich Anleihen bei einem anderen berühmten Kennern-App-Stück, nämlich bei Cabaret. Also wir erleben so ein bisschen den Cabaret-Conferencier, der Chicago für uns moderiert. Auch das ein toller Schachzug. Als leider etwas verschenkt empfand ich die Rolle der Reporterin Mary Sunshine. Ich versuche das jetzt mal spoilerfrei zu erzählen. Auch Mary Sunshine hat eigentlich im zweiten Akt eine Ebene, wo gezeigt wird, hey, auch ich bin fake, auch ich bin Fake News. Auch mir kann man eigentlich nicht vertrauen, weil nichts hier ist echt. Es ist alles eine Illusion und dieses Stück ist getrieben von vielen Lügen. Und durch die Art, wie es in Augsburg gemacht war, besetzt war, fällt diese Ebene weg. Das hat mir persönlich als weitere Ebene des Stücks etwas gefehlt. Das Orchester in Broadway-Originalgröße, also mit 13 MusikerInnen, spielt großartig auf. Das Bühnenbild ist wunderbar integriert in das Rote Tor. Das geht nahtlos über. Ganz toll gemacht von Bühnenbildner Harald Thor und rundet diesen in sich absolut stimmigen Abend wunderbar ab. Meine Begleitung Marion hat Chicago zum ersten Mal gesehen und war hin und weg, hat gesagt, was für ein großartiges Stück ist denn das? Warum habe ich das bisher nicht erleben dürfen? Und ich habe mich auch sehr gefreut, nach Jahren dieser Replikaproduktion mal was Neues, Frisches, Relevantes zu sehen. Das hebelt die Bedeutung der Originalproduktion gar nicht aus. Die ist weiterhin gut, aber das hat genauso seine Geltung und gibt uns einfach nochmal einen neuen, frischen Blick auf die Legende Chicago. Nächste Woche bin ich schon wieder im Theater und zwar in Hanau bei den Brüder Grimm Festspielen beim tapferen Schneiderlein. Natürlich gibt's da auch wieder einen On-Tour-Vlog für euch. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann hinterlass mir bitte einen Daumen nach oben, schenk mir bitte ein Abonnement, drücke auch das Glöckchen, dann weißt du immer, wann ein neues Video erscheint und bitte kommentiere unter dem Video. Wo hast du Chicago schon gesehen? Hattest du vielleicht auch das Glück, Chicago in Augsburg erleben zu dürfen? Und was hältst du von dem Stück allgemein? Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.